Hier marschiert die kleinste Pipeband Oberschwabens. Papa Reinhold Birkhofer und der 11-jährige Gabriel am Dudelsack. Dahinter Michael, 14 Jahre, an der Trommel. Die schottische Musik ist voll ihr Ding. Es ist auch schön, in einer Familie mit Kindern zusammen ein Hobby zu haben oder eine Kultur weiterzugeben. Das ist auch schön. Und wenn das dann alle Spaß macht und alle gefällt, ist das noch mal viel schöner. Das richtige Dress gehört dazu. Kilt natürlich und Socks. Nur echt mit korrekter Stülpung am Knie. Gabriel und Michael sind erst seit anderthalb Jahren dabei. Da muss der sogenannte Drum Major, in dem Fall der Papa, noch ein bisschen beim Anziehen helfen. Die Jungs, sie wollten übrigens von ganz alleine in der Pipeband mitmachen. Ich fand's halt schon immer cool, wenn mein Vater immer gespielt hat. Und mir hat es auch selber gefallen, ja. Das war immer faszinierend. Jeder Auftritt, wo mein Vater mitgespielt hat, wollte ich mitkommen und das sehen sozusagen. Und der Papa war viel unterwegs mit seiner Pipeband. Damals lebte die Familie in München. Schon als Steppke schottische Luft schnuppern. Die Mama begleitet das Dudelsack-Hobby seit jeher als Beobachterin. Die Highlands, sie sind fern. Die Sehnsucht danach kann aber ein Ort in Reinhold Birkhofers Heimat stillen. Die Heuneburg. Oberschwäbische Highlands, sozusagen, hoch über der Donau. Die Kelten, die hier einst siedelten, hatten zwar keine Dudelsäcke, aber Reinhold Birkhofer findet trotzdem, dass der Klang hierher passt. In der Tat gehört der Dudelsack als allererstes ins Freie, das ist mal klar. Und wenn du dann einen Platz hast, wo du in eine freie Ebene reinspielen kannst, in eine Freiheit rein, da schließe ich manchmal die Augen und genieße das selber, diese Mystik. Da drüben in Binswangen ist er aufgewachsen. Sein Instrument war damals noch die Trompete. Doch dann kam dieser eine Tag. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich einen Dudelsack gehört. Es hat mich fasziniert. Es ist mir eiskalte Buckel runtergelaufen. Und ich habe mir damals gesagt, das möchte ich mal einmal eines Tages erlernen. Als junger Mann ging er dann im Studium nach Großbritannien und der Traum wurde wahr. Der allererste Dudelsack hängt bis heute im Hobbykeller. Und da proben sie nun alle. Geübt wird übrigens ohne Sack, nur mit der Practice Chanter. Wer gut sein will, braucht Ausdauer und Ehrgeiz. Derzeit ist es besonders oft laut im Garten der Birkhofers, 140 Dezibel um genau zu sein, deswegen auch die Ohrenstöpsel. Die Brüder, sie üben nämlich für eine sogenannte Competition. Da spielen dann verschiedene Dudelsäcker, die meldet sich da an. Und dann spielt die da und dann gibt's dann noch Dudelsack-Profis, die bewertet einen dann. Die Herzen gewinnen sie bestimmt. Reinhold, Michael und Gabriel Birkhofer. Die kleinste Pipeband Oberschwabens.